Stefan Czalikow und ich unterrichte seit 10 Jahren Klarinette an der Musikschule Laubenheim und ich stelle euch dieses tolle Instrument vor. So, die Klarinette ist aus Holz gebaut, wie man das sieht, und hat zwischen 20 und 24 Klappen. Das Instrument kann man ganz toll auseinandernehmen und zusammenbauen. Es besteht aus 5 Teilen. Das ist Becher, Unterstück, Oberstück und am Schluss haben wir eine Birne und ein Mundstück mit einem Blättchen. Mit Hilfe dieses Blättchen, wenn man reinpustet zwischen das Mundstück und das Blättchen, gibt es einen kleinen Spalt. Wenn man reinpustet, das Blättchen ist ganz dünn und so vibriert es und so erklingt die Klarinette. Ich werde jetzt nach und nach das Instrument verlängern. Es wird immer tiefer klingen. Mit dem Unterstück kann man schon ganz einfache Lieder spielen. Der letzte Ton ist natürlich ein bisschen zu hoch. Dann werde ich noch mit dem unteren Stück auch was vorspielen. Jetzt alle meine Händchen in eine tiefere Lage. Und am Schluss kommen natürlich diese Becher. Das ist ein Instrument, das ist überall einsetzbar, in einem Orchester, ein symphonisches Orchester, auch in volkstümliche Musik, in Deutschland, auch in viele Länder Osteuropa, so wie in Klezmer, in New Orleans Jazz, auch im Jazzbereich. Also die Klarinette ist schon ab 8 oder 9 Jahren zu erlernen. Voraussetzung ist, dass die Zähne schon gewachsen sind bei den Kindern. Es gibt auch ganz kleine Mini-Klarinette, sie nennen sich Saxonetten. Das kann man sich so vorstellen, das ist eine Blockflöte mit einem Klarinette-Mundstück. Und so kann man auch so einfache Lieder spielen. Klarinette, jetzt gehen wir zu den Kosten der Klarinette. Die Klarinette, schon die einfachen Modelle, die Plastik-Klarinetten, was ich auch empfehle zum Anfang, kosten zwischen 200 und 400 Euro. Wenn man will, ein Holzinstrument wie dieses, die Preise beginnen schon ab 900 Euro nach oben. Ja.